schönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Hallo, hallo, hallo. So, bin ich live? Schaut danach aus. Ah, die Heike ist schon mit dabei. Einen wunderschönen guten Morgen. Heike, du bist gerade die Erste, die ich hier sehe. Gib mir doch gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein. Oder schreib mal Hallo rein, dass ich weiß, ich bin gut zu sehen und zu hören. Komm noch weiter rein, wie schön. So. Herzlich willkommen zum Sonntag Live, zum Soulmate Live. Hier in unserer Erfolgs-Community. Ja, passt alles. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Ja. So. So schön, dass du da bist. So schön, dass es dich gibt. Und wie viel mehr kannst du dich selbst dafür anerkennen, dass es dich gibt? Wie viel mehr als noch bis gestern kannst du deine Einzigartigkeit erkennen? Wie viel mehr als noch bis gestern kannst du ab heute Freude, Spaß und Leichtigkeit haben? Wie viel mehr als noch bis gestern kannst du ab heute dir dein Soulmate Life, dein seelengemachtes Leben erschaffen? Darum darf es heute gehen. Und vielleicht hast du es mitbekommen, diese freudige Nachricht, die ich die Woche tatsächlich bekommen habe vom Patentamt in Deutschland, dass der Begriff Seelenberuf als anerkannte Marke, als Marke anerkannt wurde. Und warum hat mich das so im Herzen berührt? Ich bin da wohl auch ein bisschen der Zeit voraus. Ich bin da sicherlich ein bisschen der Zeit voraus. Denn dieses Thema entdecke und lebe deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf. Was meine ich damit? Wenn du ganz neu bist hier in unserer Community, vielleicht hörst du es zum ersten Mal, vielleicht hast du es aber schon öfter von mir gehört. Ich würde dich gern dazu einladen, mal heute Morgen wirklich mal ganz offen hinzuhören, weniger zuzuhören, sondern hinzuhören mit deinem Herzen, mit deiner Seele. Gerne auch mal zu beobachten, was das ein oder andere mit dir macht. So, als wenn du alles zum allerersten Mal hören würdest. Warum? Dann kannst du am meisten wirklich mitnehmen aus diesem Soulmate Live Talk heute Morgen. Weil sobald wir denken, ich komme gerade so auf den Gedanken, dir das zu Beginn jetzt hier zu sagen. Die Woche hat eine Dame zu mir gesagt am Telefon, ja, ich kenne die Naturgesetze, die universellen Gesetze, Gesetz der Anziehung und Gesetz der Resonanz und was. Ja, also ich kenne die universellen Gesetze, ohne sie jetzt im Detail hier aufzuzählen. Das Ding ist, wenn wir sie wirklich zu 100% kennen würden, ergreifen würden, dann würden wir uns alle eine ganz andere Lebenswirklichkeit erschaffen. Dann gäbe es so viele Probleme, Herausforderungen da draußen in der Welt und auch in unserem eigenen Leben und auch mit unserem eigenen Körper zum Beispiel, die gäbe es da nicht. Deshalb, ich bin mir ziemlich sicher, du hast schon mal was von den universellen Gesetzen gehört. Lausch einfach mal hin. Ich weiß nicht, inwieweit ich heute darauf eingehe. Ich lasse mich ja immer leiten. Lausch einfach mal hin, als würdest du es tatsächlich zum allerersten Mal hören. Und ich meine, ich bin ja jetzt schon seit 18 Jahren in der Richtung unterwegs. Ursprünglich
unter dem Tenor mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, die ich ja mal gegründet hatte, damals auch mit klassischen Praxisräumen, wo Menschen den Weg zu mir gefunden hatten. Und dann ist der Wunsch einfach immer größer geworden, selbstbestimmt und frei zu leben, auf der Welt unterwegs zu sein, da zu sein, wo es uns gerade gefällt. Dann war es aber auch eine bewusste Entscheidung, dass die Kinder noch ihren Schulabschluss machen wollten, weil sie damals einfach schon in einem Alter waren, wo es sich für mich nicht stimmig angefühlt hätte, über sie zu bestimmen und zu sagen, wir holen euch jetzt aus der Schule raus und sagen jetzt Deutschland tschüss. Das habe ich einfach in mir nicht gefunden, deshalb war es so eine bewusste Entscheidung zu warten. Sie wollten ihren Schulabschluss machen, bis beide Abi in der Tasche hatten und dann mich in Deutschland abzumelden. Und wirklich dem Ruf meiner Seele zu folgen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, umso mehr bin ich auch auf den Trichter gekommen, dass das Wort Beruf eigentlich inzwischen in unserem Zeitalter eine Bedeutung angenommen hat, die gar nichts mit dem Ruf unserer Seele zu tun hat. Das sind Dinge, die hat man uns natürlich nicht beigebracht, sondern wir sind in so eine Gesellschaft hineingewachsen, wo es darum ging, Schulsystem zu durchlaufen, ein Studium zu machen, mit was man sich so irgendwie arrangieren kann, was man sich vorstellen kann. War gerade die Woche noch ein Thema mit jungen Menschen, die mir gesagt haben, niemand aus meinem Umfeld ist immer noch auf dem Studienzweig unterwegs, was er mal angefangen hat. Jeder ist auf der Suche. Versucht das, stellt dann nach ein, zwei Semestern fest, nee, das ist es doch nicht, macht nochmal was anderes, also so mehr oder weniger des Studierens willens, um irgendwas zu machen. Weil das in unserer Gesellschaft ja so normal ist, das macht man halt so. Nach Abi, nach Schulabschluss, macht man entweder ein Studium, um was in der Hand zu haben. Mir ist kaum jemand begegnet, der gesagt hat, dieses Studium mache ich jetzt, weil das absolut zu 100% mir selbst entspricht, weil das absolut die Themen sind, die ich näher erforschen möchte. Oder nach Schulabschluss oder, ja, egal welchen Abschluss, man sucht sich halt etwas aus, wo man sagt, okay, das interessiert mich so halbwegs, da kann ich mir so ein bisschen vorstellen, mein Leben mitzugestalten, da kann ich mir so ein bisschen vorstellen, auch mit dem Geld, das ich da bekomme, erstmal so ein bisschen über die Runden zu kommen und dann mache ich das mal. Das ist das, was wir als Beruf in unserer Gesellschaft bis eben verstehen. Wenn man das Wort sich aber mal anschaut, da steckt das Wort Ruf drin. Und in meinem Universum geht es darum, dem Ruf der eigenen Seele zu folgen. Weil wir leben hier in einem Kosmos, kommt aus dem Griechischen, heißt Ordnung. Es hat alles seinen Sinn. Es hat alles seine perfekte Ordnung. Auch wenn wir im Außen Dinge sehen, wo wir denken, mein Gott, was geht denn da ab? Es hat dennoch alles seine perfekte Ordnung und es hat auch alles seinen Sinn. Alles, was du in deinem Leben vorfindest, hat seinen Sinn. Und auch alles, was du in deinem Leben vorfindest, egal in welchem Bereich, hast du dir selbst erschaffen und kreiert. Niemand anderes. Ich weiche jetzt noch mal ein bisschen ab von dem Beruf, ich komme gleich dazu, aber ein ganz wichtiger Aspekt, den ich dir einfach jetzt schon mal so mit auf den Weg geben möchte. Je mehr du beginnst, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, je mehr du dich davon löst, egal in welchem Bereich, Situationen, andere Menschen oder was auch immer, die Schuld zuzuweisen, egal in welchem Bereich, je freier wirst du, und das allein ist schon eine Challenge, wirklich die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, weil das haben wir nie gelernt. Das ist im Erwachsenen-Dasein komplett neu für uns. Wir haben gelernt, dass immer andere Menschen, sei es die Eltern, die Erziehungsberechtigten, wenn man nicht in der eigenen Familie aufgewachsen ist,
oder auch in der Schule, Lehrer, Mentoren, ja, in der Schule einfach Lehrer. Bei Mentoren ist es was anderes. Also in meiner Sicht eine Begleitung, da geht es nicht darum, die Verantwortung für das Gegenüber zu übernehmen, sondern eine Hilfestellung einfach zu geben, eine Begleitung zu geben. Regierungen, auch da, Institutionen. Wir haben gelernt, dass andere für uns die Verantwortung übernehmen und uns sagen, was wir wann, wie, was zu machen haben. Und darin verbirgt sich eine große Angst auch in unserem System, wenn es darum geht, dass ich spüre, ich will wirklich selbstbestimmt und frei leben. Also ich spreche da auch von mir, als dieser Wunsch aufkam. Wie viele Ängste kamen da auch auf, wirklich die volle Verantwortung für mich, für mein Leben, für die Familie, für die Kinder, wirklich komplett zu übernehmen, einschließlich für mich selbst, meinen Körper, meiner Gesundheit, wie ich leben möchte, wie meine Konstellation ausschauen möchte. Da kamen Ängste auf, weil auch mir hat man das nicht beigebracht. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Stichwort Beruf. Da steckt Ruf drin und für mich in meinem Universum heißt es, dem Ruf der Seele wirklich zu folgen. Und wenn gerade in den letzten 2, 3 Jahren eines sehr, sehr deutlich geworden ist, spür mal in dich hinein bei dem, was ich dir jetzt sage. Es hat sich so viel gewandelt und geändert die letzten Jahre. In einer Geschwindigkeit wie noch nie zuvor. Und wenn eins klar geworden ist, dass wir nur eines sicher sein können, uns selbst, dass es darum geht, die Verantwortung selbst zu übernehmen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und dem Ruf der Seele auch zu folgen. Wie viele Menschen standen plötzlich vor der Situation, und man kann in allem, was das Leben einem schenkt, ein Geschenk sehen. Ich kann die Aufmerksamkeit auf die Dinge richten, die gerade überhaupt nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Ich kann aber auch in allem das Geschenk sehen und mich fragen, was kann ich daraus lernen. Und ich glaube, das größte Learning ist tatsächlich, dass es wirklich darum geht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und nicht an andere Menschen, in dem Falle an einen Arbeitgeber, an eine Firma abzugeben, die dann vielleicht irgendwann sagt, ich weiß zwar nicht wie, was machen sollen ohne sie, aber ab nächsten Monat oder ab in 3 Monaten versuchen wir es mal. Du weißt, was ich meine. Und das heißt für mich auch, wirklich einen Beruf zu haben, dem Ruf der Berufung zu folgen, weil das ist letzten Endes das, was in dem Wort drinsteckt. Und so ist auch in meinem Sprachjargon diese wunderbare Wortschöpfung Seelenberuf entstanden. Und ich glaube, wenn ich vor 10 oder 15 Jahren auf diese Idee schon gekommen wäre und das, wenn es damals auch schon die Akademie gegeben hätte, die Irmgard Anna von der Akademie, und ich hätte den Versuch gestartet, bei einem Amt das einzureichen und eintragen zu lassen als Marke, no chance, weil damals die Zeitqualität einfach noch nicht so weit war, weil damals noch zu viel die Energie da war, auf unserer wunderschönen Erde etwas zu machen, was ja einem gewissen Lebensstandard zwar ermöglicht, was aber nichts oder wenig damit zu tun hat, wirklich dem Ruf seiner Seele zu folgen. Und das ist die Botschaft, die ich dahinter sehe, dass die Zeitqualität jetzt wirklich reif ist, die Mission, die ich persönlich mitgebracht habe hier auf unsere wunderschöne Erde, Millionen von Frauen dabei zu helfen,
so zu sich selbst zu finden, so in die eigene Kraft, Energie und Stärke zu kommen, die Klarheit zu haben, warum bin ich wirklich hier? Weil das ist eine Frage, die mich vor 18, 19 Jahren so intensiv beschäftigt hatte, als ich damals auch die, neben meinem Job im öffentlichen Dienst, auch die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet habe. Warum bin ich überhaupt hier? Das ist eine Frage, die mich eigentlich schon Anfang 20 begleitet hatte. Nur damals hatte ich überhaupt keine Menschen in meinem Umfeld, als dann auch Depression und Burnout mich begleiteten, die mir dazu die Klarheit verholfen hätten, wirklich herauszufinden, warum ich wirklich hier bin. Aber das sind Fragen, die mich immer beschäftigt hatten. Warum bin ich hier? Was ist der wahre Sinn meines Daseins hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie geht es weiter, wenn ich meinen Körper mal verlasse? Diese Fragen waren einfach immer da. Und es hat da einfach ein paar Jährchen gedauert, bis ich meine Mission gefunden habe. Nämlich Frauen, Menschen wie dich, in erster Linie Frauen, Männer sind natürlich auch herzlich willkommen, aber Frauen wirklich dabei zu helfen, aus dieser Art Dauerhypnose, in der wir bis eben waren, herauszuhelfen und wirklich mal dabei zu helfen, dass es einem wie Schuppen von den Augen fällt und mal den wahren Daseins, den wahren Sinn deines Lebens hier zu entdecken, um daraus dann dem Ruf deiner Seele zu folgen, deinen Seelenberuf zu kreieren. Das ist meine Mission, das ist das, was mein Herz berührt, das ist das, was mich seit Jahren jeden Morgen voller Freude aus dem Bettchen hüpfen lässt. Und deshalb hat mich das so im Herzen berührt, dass diese Form von Energie, und es ist ja alles eine große Energie, auch jetzt schon so weit sich ausgebreitet haben, dass dieses Wort Seelenberuf wirklich als Marke anerkannt wurde. Und daraus, und das ist auch schon lange in meinem Mind drin, in meinem Universum, ist auch das Wort Seelenfreude Geld entstanden. Wir haben zu nichts und niemanden bis eben ein so unheilsames Verhältnis als zum Thema Geld. Und wenn wir jetzt mal schauen, wenn du weißt, warum du hier bist, deinen Seelenplan wirklich kennst, dich diesen Dingen öffnest, dem Ruf deiner Seele folgst, also auch deinen Seelenberuf wirklich lebst, kreierst und lebst und daraus resultierend dann Geldenergie empfängst, Seelenfreude, Geld, das, was deine Seele wirklich berührt, den energetischen Ausgleich dafür bekommst, mit deiner Mission, die du mit der Welt da draußen teilst, was auch immer das dann ist, hat Seelenfreude, Geld eine ganz andere Bewandtnis als ich muss irgendetwas machen, um Geld zu verdienen. Weil bei Seelenfreude, Geld geht es darum, wirklich die Geldenergie, wie alle anderen Energien, die wir empfangen, neutral auch zu empfangen. Und zwar in dem Maße, wie dein Körper es empfangen möchte, wie dein Körper es braucht. Weil das unendlich große wahre Wesen, dass wir alle in Wahrheit sind, wir haben diesen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper. Das unendlich große wahre Energiewesen, das braucht kein Geld. Nur, wir haben diesen Körper hier, wir haben uns verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes, weil um hier Dinge zu erschaffen, in dieser materiellen Welt, wo wir diesen materiellen Körper angenommen haben, geht es ja darum, materielle Dinge zu erschaffen, auf welche Art und Weise auch immer, da brauchen wir unseren Körper. Das geht mit dem unendlich großen Wesen alleine nicht, sondern materialistische Welt braucht einen materiellen Körper, also deinen Körper in dem Falle, um hier etwas zu erschaffen. Was auch immer das für dich ist. Und dazu braucht der Körper Geld, um dich gut zu kleiden, um dich gut zu nähren, um dir wirklich allerbeste Qualität zu erlauben. Im Hinblick auf die Kleidung, im Hinblick auf Ernährung, im Hinblick auf dein Umfeld, deine Wohnsituation,
um dir auch da das Allerbeste zu gönnen, gönnen zu können. Und wie schön ist es, dass dazu so etwas erfunden wurde wie Geld. Dass der Ausgleich zu Gold, wie das ursprünglich mal war, jetzt nimmer in der Waagschale zusammenpasst, ist ein anderes Thema. Können wir auch lange drüber philosophieren. Nur solange wir hier in unserem materialistischen Körper sind, also uns verkörpert haben, in unserer materialistischen Welt, wie viel leichter können wir uns machen, wenn wir uns auch erlauben, Seelenfreude, Geld in dem Maße zu empfangen, dass wir es uns gut gehen lassen können und dass wir auch ein Beitrag für die Welt sein können und Dinge, Projekte erschaffen, kreieren können, weiterfließen lassen können, also in diesem Fluss auch angekommen zu sein. Es macht keinen Sinn, hier im Körper zu sein, auf dieser materialistischen Welt und gleichzeitig die Geldenergie zu bewerten und zu beurteilen oder gar zu verteufeln, abzulehnen. Darum geht es bei dem Stichwort Seelenfreude-Geld. Wie viel mehr kannst du dir also auch erlauben, wirklich die Geldenergie zu empfangen, ohne jegliche Begrenzungen? Ohne jegliche Begrenzungen, was meine ich damit? Dich auch wirklich davon zu lösen, so viel brauche ich ja nicht. So viel Geldenergie. Die Woche hat mir jemand erzählt, ihr Ziel ist es, bis zum Jahresende noch 15.000 Euro zu empfangen, zu verdienen. Da habe ich gefragt, im Monat? Nee, im Jahr, also für das nächste halbe Jahr noch. Als ich dann gefragt habe, warum nicht im Monat? Ja, so viel brauche ich ja nicht. Meine Liebe, wenn diese Gedanken dich bis eben begleiten, kämst du auf die Idee, die Gegenfrage, wenn du tief ein- und ausatmest, zu denken, so viel Sauerstoffenergie brauche ich ja nicht. Kämst du nicht? Kämst du auf die Idee, wenn die Sonne scheint, zu denken, so viel Sonnenstrahlen brauche ich ja nicht? Nein, kämst du nicht? Die Sonne strahlt einfach und sie sind da. Die Energie des Sauerstoffes, des Ein- und Ausatmens, sie sind einfach da. Unser Körper besteht, ich glaube, so aus 70 Billionen Zellen oder sowas. Käme jemand von uns auf die Idee zu denken, ich brauche keine 70 Billionen Zellen, 50 Billionen oder 5 Millionen Zellen tun es auch. Nein, wer käme nicht auf die Idee? Warum? Weil wir überhaupt nicht in der Richtung ein Mangeldenken mitbekommen haben. Nur, wenn es um das liebe Thema Geld geht. Da kommen wir auf die Idee, so viel Geld brauche ich ja nicht. Also ich rede jetzt auch aus meinem früheren Leben. Ja? Ich habe auch immer gedacht, wenn ich mal so 10, 15, 20.000 Euro im Monat auf meinen Konten empfange, dann ist alles bestens. Dann ist der Kuchen fertig. Nein, ist er nicht. Nach oben sind immer wieder weitere Schritte und es ist immer wieder ein Weiterentwickeln möglich. Das liegt in der Natur unserer Sache, das liegt in der Natur der Evolution. Sobald ein Baum aufhört zu wachsen, ist er tot. Sobald unser Körper aufhört, Zellen weiterzuteilen, sobald wir aufhören zu atmen, verlassen wir unseren Körper. Also es ist eine ganz natürliche Geschichte, dass man sich immer weiterentwickelt, dass nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Das sind auch alles, ist auch alles ein Mangelbewusstsein, was wir uns angeeignet haben. Im Universum gibt es keinen Mangel. Deshalb können wir, im Universum gibt es nur Fülle. Deshalb können wir eigentlich keinen Mangel produzieren, weil Mangel eigentlich gar nicht da ist. Nur nach unserem Glauben wird uns geschehen. Das Universum ist immer an unserer Seite. Und wenn ich glaube, ich brauche nur 1.000 Euro im Monat, dann sagt das Universum,
Okay, dann wird es mir Befehl. Und wenn ich dann gleichzeitig mir die Geschichte erzähle, es ist alles so teuer geworden, was auch immer da in deinem Kopf gerade an Mind ist, was alles teurer geworden ist, wer kann sich denn das Leben noch leisten? Ich habe nicht genügend Geld zur Verfügung. Dann sagt das Universum halt auch, dann wird es mir Befehl. Das Universum und das Leben sind immer wohlwollend an deiner Seite und liefern dir immer das, was du bestellst. Und unsere Seele kommuniziert auch immer mit uns über die leise Sprache von Gefühlen. Man hat uns nur nie beigebracht, diesen Gefühlen zu lauschen, diese zu deuten. Im Gegensatz zum Beispiel bei den Aborigines. Die bekommen im Alter von etwa 18 Monaten beigebracht. Die Seele ist ein Teil des Ganzen und ein Teil des Ganzen lebt auch in dir, belebt deinen Körper. Das ist deine Seele. Das ist immer die Anbindung an das große Ganze, so wie ein Tropfen aus dem Meer die Anbindung vom großen Meer ist. Ein Individuum, ja, aber immer ein Teil des Ganzen. Und wenn die Seele mit dir kommuniziert in Form von Gefühlen, dann gibt es nichts Wichtigeres, als sich zurückzuziehen und den Botschaften, die sich hinter diesem Gefühl verbirgen, zu lauschen und ihnen auch zu folgen. Hat man uns hier nie beigebracht. Wie viel mehr kannst du das jetzt wirklich aufnehmen und die Botschaften deiner Seele erkennen? Diese leise Sprache in Form von Gefühlen, die dein innerer Wegweiser sind, dass es um nichts anderes gehen sollte in deinem Leben, als dem Ruf deiner Seele, dem Ruf deines Herzens zu folgen. Weil, als wir das Licht dieser Welt erblickt haben, hat sich eines mitentwickelt, das Herz. Das fing schon an, sich zu entwickeln bei der ersten Zellteilung. Das Kopfgehirn und das Herzgehirn, das Bauchgehirn entstanden. Das ist unsere Intuition. Unser Bauchgehirn. Wir haben nur angefangen, dann auch noch ein Ego zu entwickeln, den Verstand. Nichts gegen den Verstand, den brauchen wir. Außer Frage. Aber wie der Volksmund es uns so schön sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Wie viel mehr kannst du dir also auch erlauben, den Verstand ab heute als Diener einzusetzen, statt als Herrscher, der dir zum Beispiel sagen will, ich habe jetzt schon so viel gemacht, getan, in mich investiert und. Jetzt höre ich mal auf damit, jetzt muss es irgendwie anders gehen. Das wäre so, als wenn du, guck mal das Beispiel Tennis. Wir haben hier so Beachball für uns entdeckt, ist so eine Art Tennis, aber im Sand am Strand spielst du das. Erzähle ich dir gleich auch gerne noch eine Geschichte dazu, was das mit dir, mit deiner Partnerschaft, mit deiner Ehe auch zu tun hat. Das wäre so, als wenn du mal vorhattest, wirklich in der Bundesliga Tennis zu spielen. Und dann nimmst du logischerweise, also da ist es logisch, für jeden von uns Unterricht zu nehmen, dir jemanden zu suchen, der gut Tennis spielen kann, weil der das auch irgendwann mal gelernt hat, weil der ein gutes Stück weiter ist als du. Und der bringt dir Tennis spielen bei. Dann hast du irgendwann so das Level von demjenigen erreicht und sagst dir aber, okay, jetzt bin ich in der Kreisliga, ich will jetzt in die Landesliga. Was machst du denn? Du suchst dir einen Lehrer, der in der Landesliga fit ist, der auch noch mal ein Stückchen weiter ist, und dann gehst du zu dem Tennislehrer. Und dein Ziel ist aber, in der Bundesliga zu spielen, also auf höchstem Level zu spielen, nicht weiter in den Zuschauerreihen zu hocken und zu schauen, wie andere Spieler sich wunderbar ihr Leben mit dem Tennis gestalten, sondern du willst nicht weiter in den Zuschauerreihen hocken, du willst auch aufs Spielfeld, du willst dein eigenes Spiel spielen.
Das wäre genauso, als wenn du sagst, okay, jetzt habe ich einen Lehrer in der Landesliga, jetzt habe ich so viele Stunden schon genommen, ich will in die Bundesliga, aber jetzt höre ich auf, mir einen Trainer an meiner Seite zu holen. Jetzt habe ich schon so viel auch an Stunden investiert zum Spielen, jetzt muss das irgendwie anders gehen. Kann nie funktionieren, ist jedem von uns klar. Genauso ist es, wenn man sich mal auf den Weg begeben hat. So wie du, du spürst in dir, du willst mehr aus deinem Leben machen. Du willst hinter die Kulissen blicken. Du willst wirklich die Naturgesetze, von denen du bis eben weißt, so anwenden, dass du jeden Tag noch mehr merkst, wie das Leben, das Universum an deiner Seite ist. Dass jeden Tag noch mehr wundersame Dinge geschehen. Dass du jeden Tag aus dem Bett hüpfst und sagst, wow, was für ein wundervoller Tag. Welche Neuigkeiten kann ich heute, welche neuen Geschenke kann ich heute empfangen? Welche Abenteuer kann ich heute erleben? Das ist ja alles noch in dir angelegt, sonst wärst du nicht in meinem Universum, sonst wirst du nicht meinen Worten lauschen. Und es ist an dir angelegt, weil so bist du ja auch als Kind aus dem Bett gehüpft, bis man dir gesagt hat, das macht man jetzt anders. Ohne jetzt näher drauf einzugehen, hat jeder von uns die Geschichte. Und das ist etwas, was man uns auch nie beigebracht hat, dass das Leben eine lebenslange, dass das in der Natur der Sache liegt, unsere Evolution, sich immer weiter zu entwickeln, immer weiter in sich zu investieren, um immer weiter auch zu sich selbst zu finden und immer mehr zu entdecken, wie rasch das Universum an der Seite ist und wie schnell es einem die Lebenswirklichkeit erschafft. Das ist die jetzige Zeitqualität. Was du kennst bis eben, wo du bestimmt auch schon spielerisch mit umgegangen bist, auf Fingerschnitt Parkplatz bestellen, weil du zu Hause losgefahren bist und wusstest, okay, da ist es ein schwieriger Parkplatz zu bekommen. Ich habe da mal gehört, beim Universum kann ich mir einen Parkplatz bestellen. Fahr los und du kommst irgendwo hin, auf wundersame Art und Weise ist ein Parkplatz für dich da. Kennst du bestimmt. Und da erzählen wir uns dann die Geschichte, ja, beim Parkplatz bestellen geht es, aber da funktioniert es nicht. Wie viel mehr kannst du dich von diesem Gedanken jetzt lösen und beginnen neu zu denken, dass die Parkplatzbestellung genauso funktioniert wie alles andere auch. Du darfst natürlich nur wissen, und dir klar darüber werden, wie genau willst du dein Leben haben. Und das ist auch etwas, da sind wir bei dem Thema, was mir gerade eingefallen ist, was mit Tennis, mit Beachball auch zu tun hat. Guck mal. Es ist so üblich in unserer Gesellschaft, nach dem Schulabschluss einen Beruf auszuüben oder ein Studium zu machen, um sich dann da so mit seinem Leben zu arrangieren, wie ich das ja eben erzählt habe. Es ist so üblich in unserer Gesellschaft, dass irgendwann mal zwei Menschen zusammenfinden, Mann und Frau, eine Familie gründen, Kinder bekommen. Jeder hat so seinen Job, mit dem er ja, sich mehr oder weniger arrangiert. Morgens geht irgendwann der Wecker, vielleicht mal noch ein gemeinsames Frühstück. Dann geht jeder aus dem Haus, verbringt tagsüber ganz viel Zeit mit Menschen, die einen überhaupt nicht interessieren. Verbringt also viel mehr Zeit mit Menschen, statt mit dem geliebten Partner, mit der Familie, mit der man eigentlich Zeit verbringen möchte. Weil den Partner hat man sich immer ausgesucht, weil man mit ihm eben Zeit und sein Leben verbringen möchte. Stattdessen verbringt man viel, viel, viel mehr Zeit an einem Arbeitsplatz mit Menschen, nur des Geldes wegen, weil am Ende des Monats Summe X auf dem Konto erscheint. Was letzten Endes dazu führt, dass jeder mehr oder weniger frustriert ist, an wem ist es am einfachsten, diese Frust auszulassen? Naja, an demjenigen, den man nachmittags wieder trifft, wenn man sich in seinem eigenen Haus oder in der Wohnung, im gemieteten Haus oder an dem Platz trifft, wo man sich es einfach wohnlich eingerichtet hat. Und so kommt es zu Frust, zu Diskussionen, Schuldzuweisungen und was auch immer. Und wie viele Beziehungen und Ehen, Partnerschaften sind
und deshalb schon auseinandergegangen. Und jetzt hol dir mal deine eigenen Partnerschaften, die du bis eben hattest, oder auch deine aktuelle Partnerschaft, Ehe, je nachdem, in welcher Konstellation du gerade lebst. Und stell dir mal vor, du wachst morgens auf mit deinem Partner und fragst deinen Körper erstmal: Körper, wie möchtest du heute in den Tag starten? Und da kommt ein Impuls. Und dann machst du das einfach mit deinem Partner. Und danach macht jeder von euch das, was ihm wirklich Freude macht, was ihm Energie schenkt, statt Energie raubt. Ihr verbringt viel Zeit miteinander, zu zweit, auch alleine, auf eine andere Art und Weise auch mit den Kindern, weil du wirklich präsent bist, wenn du noch kleine Kinder vielleicht hast oder Enkelkinder oder wie auch immer. Du musst dir keine Sorgen um Geldenergie machen, weil Seelenfreude Geld einfach immer zu dir fließt, so wie du es gerne hättest, wie du es brauchst, um dich wirklich mit dem Allerbesten zu versorgen, mit allem, was dazugehört. Du hockst abends noch mit deinem Partner zusammen und lässt diesen wunderschönen Tag Revue passieren und gehst mit einem freudig zufriedenen Lächeln im Gesicht zu Bett, schläfst ein und am nächsten Tag ist ein wunderschöner neuer Tag da. Und es ist egal, ob dieser Tag Sonntag ist, Montag, Samstag, Mittwoch, Freitag, ist egal. Jeder Tag ist ein neuer Tag, den du neu gestaltest, so wie du es möchtest. Wenn dein Kopf jetzt sagt, von was redet die da, wie traumtänzerisch ist das denn? Ja, wenn es ja so einfach wäre, dann würden das ja alle machen. Und, was dein Kopf dir auch immer sagt. Was wäre, wenn das alles nicht wahr wäre? Was wäre, wenn das alles nur Muster und Prägungen sind, die du bis eben glaubst und du die für wahrgenommen hast? Und wenn man diesen Tag, so wie ich ihn eben beschrieben habe, nur vielleicht, wenn jeder das so machen würde, wenn jeder sich auf diesen Weg begeben würde und so sein Leben gestalten würde, nur vielleicht, hätten wir dann eine andere Welt da draußen. Nur vielleicht hätten wir dann mehr glückliche Familien als bis eben noch mehr Familien, die auseinandergehen und jeder letzten Endes doch wieder auf der Suche nach einem Partner ist und dann doch wieder in einer Partnerschaft ist, wo man merkt und, klappt doch nicht. Nur vielleicht würde sich dann was ändern. Nur vielleicht hättest du dann viel, viel mehr Freude und Spaß in deinem Leben. Das ist uns gestern Morgen mal wieder so bewusst geworden. Jetzt war gestern zufällig Samstag, aber also es ist bei uns wirklich so, morgens, ich frage meinen Körper, wo möchtest du heute hin? Es gibt so vier, fünf verschiedene Strände. Jeder hat so eigene, andere Besonderheiten, Gegebenheiten. Wo geht es heute Morgen hin? Zweimal in der Woche geht es erstmal runter ins Fitnessstudio mit der Personal Trainerin und dann erst an den Strand. Und gestern Morgen kam so der Impuls, okay, Beachball spielen. Und wir hatten beide so viel Freude, Spaß und Leichtigkeit. Und wir sind ja jetzt seit 95 glücklich miteinander zusammen. War immer alles heikel Sonnenschein? Natürlich nicht, aber man hat immer in dem Gegenüber auch den Spiegel gesehen und erkannt, okay, das hat nichts mit dem anderen zu tun, das hat was mit mir zu tun. Was ich in dem anderen sehe, das ist der Spiegel von den Dingen, die ich in meinem Innern ändern darf. Wir hatten so viel Freude, Spaß und Leichtigkeit gestern und so ein Lachflash auch mal gehabt, dass wir vor lauter Lachen überhaupt nicht weiterspielen konnten. Stell dir mal vor, du kreierst dir so deine Partnerschaft. Was darfst du dazu machen? Was habe ich gemacht, damit wir jetzt mit der kompletten Familie so leben,
wie ich das wollte. Und die Menschen, sprich in dem Moment, die Familie, mein wunderbarer Mann, die Kinder mit im Boot hatte. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, wie ich es haben will und bin vorgegangen. Nochmal, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, wie ich es haben möchte und bin vorgegangen. Und die Menschen, die mir am Herz liegen, mit denen ich wirklich Zeit verbringen möchte, mein Mann, mit den Kindern, natürlich sind die erwachsen und haben ja auch ihr eigenes Umfeld, klar, aber so wie ich mir meine Familie, ich bin ein absoluter Familienmensch, vorgestellt habe, so wollte ich es haben. Und dazu durfte ich natürlich beginnen, mir klar darüber zu werden, wie will ich selbst wirklich haben. Ich durfte beginnen, das auch schriftlich zu fixieren, wie ich es wirklich haben möchte. Ich durfte beginnen, das auch zu glauben, dass es möglich ist. Ich durfte die Naturgesetze wirklich so nutzen, damit es möglich ist. Und dann durfte ich entsprechend, fünfter Schritt, erst ins Handeln kommen, damit diese Lebenswirklichkeit auch zur Realität werden kann. Weil wir sind letzten Endes immer noch in einem Universum. Das sind die Dinge, wo ich dich dazu einlade, die du auch umsetzen darfst, damit du dort ankommst, wo du hin möchtest. Wie oft höre ich, was ist so dein Ziel? Ja, ich will finanziell frei leben. Ja, was heißt finanziell frei leben? Ja, jeden Monat 10.000 Euro. Dann darfst du beginnen, andere Dinge zu denken und daraus resultieren, anders zu handeln. Und dann darfst du das auch beginnen, stabil zu machen. Da geht es nicht darum, einfach nur zu denken, ich hätte gern 10.000 Euro. Du musst und darfst auch bereit sein, wirklich stabil was anderes zu denken, wirklich stabil anders zu handeln, wirklich herauszufinden. Also ich spreche jetzt von Menschen, die voller Freude und Glück wirklich, ich spreche von Seelenfreude Geld, ich spreche nicht davon, zwar viel Geld zu haben, aber okay, was ist viel, was ist wenig, ist auch wieder relativ. Wenn du halbwegs gut und frei leben möchtest und dir halbwegs wirklich das Allerbeste gönnen möchtest für dich, für deine Familie, da sind 10.000 Euro im Monat, ist wirklich das Minimum. Wenn dein Kopf dir jetzt sagt, 10.000 Euro ist viel zu viel, Wahrheit, wie kommst du auf die Idee, das zu beurteilen? Warum beurteilst du es? Weil man dir das irgendwann mal beigebracht hat. Das ist viel zu viel Geld. So viel Geld kann man ja nicht verdienen oder man muss ganz viel dafür arbeiten. Was wäre, wenn das alles Geschichten wären, die man dir erzählt hat, die du begonnen hast, irgendwann zu glauben? So, und jetzt stell dir mal vor, du gehst vor, du triffst heute die Entscheidung, so will ich es in meinem Leben haben. Ich treffe jetzt die Entscheidung, wirklich dem Ruf meiner Seele zu folgen, auch meinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Um daraus dann auch das Seelenfreude Geld zu empfangen, was es dazu braucht, damit ich und meine Familie, die Menschen, die mir am Herzen liegen, wirklich so leben können, wie es uns selbst entspricht und dass auch noch mehr da ist, dass ich auch noch was weiterfließen lassen kann. Nur vielleicht würde sich da ganz viel in deinem Leben, in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, in deiner Familie auch ändern. Warum? Weil wir alle aus der gleichen Quelle kommen und weil für jeden von uns immer alles möglich ist. Es ist für dich, egal an welchem Punkt du gerade stehst, immer alles möglich. Dazu gilt es, andere Ideen, andere Gedanken zuzulassen. Wie viel mehr kannst du die Gedanken, die du noch bis gestern gedacht hast, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt gerade stehst, jeden Tag ein Stückchen mehr loslassen und beginnen, neu was anderes zu denken, neu stabil das zu denken,
was du wirklich in deinem Leben erreichen möchtest. Daraus resultieren andere Gefühle. Daraus resultieren andere Handlungen. Und so erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Mit nichts und niemand anderem. Und da ist auch ein ganz wichtiger Faktor, radikal ehrlich zu sich selbst zu sein. Radikal schnell Entscheidungen zu treffen und nicht noch tagelang rumzueiern und zu überlegen, mache ich so, mache ich so, mache ich so. Wir hatten die Woche morgens die Idee, war mehr so in der Energie drin, wir frühstücken zu Hause, mein Mann war mehr so in der Energie drin, hat so ein gewisses Café da in seinem Mind gehabt, dahin zu frühstücken. Ganz rasch eine Entscheidung getroffen. Was machen wir jetzt? Was kreiert jetzt mehr? Zu Hause frühstücken oder außerhalb frühstücken und nicht noch lange hin und her überlegen. Ganz rasch mit einer gewissen Technik Entscheidung getroffen und das gemacht. Und wie viel mehr kannst du dir wirklich aneignen, schnell Entscheidungen zu treffen? Es kommt ein Impuls, es kommt eine Idee, frag dich mal, wenn alles für dich möglich wäre, wie würdest du wirklich dein Leben gerne gestalten? Und da kommt eine Idee dazu, um gleich eine Entscheidung zu treffen. Und ja, natürlich macht es Sinn, wie beim Tennislehrer, wenn du willst aufhören, in den Zuschauer rein zu hocken und zu schauen, zu beobachten, wie andere ihr Spiel spielen, jetzt mal bezogen auf das Leben. Ich habe mir irgendwann gesagt, wenn ich andere da draußen beobachtet habe, die frei gelebt haben, die sich dort aufgehalten haben, wo ich mir zwar damals gar nicht vorstellen konnte, wie kann ich mir überhaupt erlauben, da hinzureisen und das auch mit der ganzen Familie, aber irgendwas hat mein Herz berührt und so habe ich mich auf diesen Weg gemacht. Ich wollte nicht weiter andere beobachten, die frei leben. Ich habe mir immer gefragt, wie machen die das? Wie geht das? Wie funktioniert das auch finanziell? Ich will es wissen. Also habe ich mich dazu entschieden, mich mehr und mehr in die Energie von Menschen hineinzubegeben, die mir das Navigationssystem zeigen konnten. Ich wollte aufhören, in der Zuschauerreihe zu hocken und zu sehen, wie andere das Spiel ihres Lebens nach ihrem Herzen leben. Und ich hocke da und fühle mich in der Opferrolle. Fühle mich traurig, fühle mich minderwertig, fühle mich im Burnout, fühle mich krank, fühle mich depressiv und was auch immer. Und mein Körper hat mir auch ganz viele Botschaften geschickt, beziehungsweise die Seele über meinen Körper auf der körperlichen Ebene in Form von Disharmonien. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen darfst. Weiter in den Zuschauerrängen hocken, dich mit den Menschen umgeben, wo man sich gegenseitig tröstet. Ach, es gibt ja da draußen Menschen, denen geht es ja noch schlechter als du. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Und eigentlich geht es ja doch ganz gut. Das sind Dinge, die ich nur zu gut aus meinem Umfeld, aus meinem früheren Umfeld kenne und die ich mir natürlich auch selbst erzählt habe. Eigentlich geht es ja doch ganz gut. Du hast eine sichere Stelle, du verdienst gutes Geld, hast eine wunderbare Familie, hast gesunde Kinder, hast einen wunderbaren Partner an deiner Seite. Alles ist doch eigentlich in Butter. Aber ich war nicht in dem Leben, wie ich es wollte. Ich wollte morgens nicht um 6 Uhr aufstehen, weil ich um 6 Uhr aufstehen muss. Ich wollte nicht mehr um 7 Uhr auf der Autobahn im Stau stecken, weil ich es muss. Ich wollte nicht mehr 8 Stunden an einem Schreibtisch hocken, weil ich es muss. Ich wollte nicht mehr Zeit mit Menschen verbringen, die mich eigentlich gar nicht interessiert hatten. Ich wollte Zeit mit den Menschen verbringen, die mir wirklich am Herzen liegen. Ich wollte morgens mit meinem Schatz aufwachen und einfach in den Tag starten, egal welcher Tag es ist. Wenn du radikal ehrlich zu dir bist, wie viel mehr möchtest du das eigentlich auch? Sei, wenn ich abschließend Leute was mit auf den Weg geben darf, sei radikal ehrlich zu dir und stell dir mal die Frage, wenn alles für mich möglich wäre, dann mach mal einen Plan fernab von jeglichen Begrenzungen. Und was bei mir alles verändert hat, ist das Navigationssystem, wie ich von A nach B komme. Weil wenn ich von München nach Hamburg fahre, komme ich ja auch nicht auf die Idee, mich einfach ins Auto zu setzen und loszufahren. Wann komme ich in Hamburg an? Keine Idee. Ohne Navi? Kein Plan.
Und so ist es auch im Leben. Mir war irgendwann klar, wir können nur Menschen, die den Weg schon vorgegangen sind, auch den Weg zeigen. Und mir war klar, je mehr ich beginne, in mich zu investieren, umso mehr kann ich auch in dem Leben ankommen, wo ich hin möchte. Und wenn der Kopf mir dann gesagt hat, muss es immer ums Geld gehen, weil ich einfach bis dazu immer mal wieder Situationen hatte, wo Geld einfach eine Rolle spielte. Warum? Weil es einfach nicht so da war, wie ich es gerne gehabt hätte. Habe ich mich von diesen Themen gelöst, mehr und mehr, und habe mir immer mehr erlaubt, einfach Geldenergie in mein Leben fließen zu lassen, wie ich es wollte, für mich, die Familie, dass ich aufhören konnte, mir Sorgen und Gedanken um Geld zu machen. Merkst du, es dreht sich immer wieder im Kreis. Es beginnt alles in deinem Inneren. Mit deinen Ideen, wie du es gerne haben möchtest, mit den dahin einhergehenden Gefühlen und alles, was dann auf dem Weg aufkommt, was vorbeispaziert an Mustern, an Prägungen, an Themen, die das verhindern können, die gilt es zu lösen. Weil letzten Endes, wir können unser ganzes Leben damit verbringen, mit Rückführungen, mit Rückschau halten. Wir gucken doch auch nicht, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, in den Rückspiegel ständig. Da kommen wir auch nicht in unserem Ziel an. Dann hängen wir an der nächsten Mauer und kommen überhaupt nicht weiter. Macht keinen Sinn, zurückzublicken, was gestern, was vorgestern, was vor 10 Jahren war, was in der Kinderstube war. Der Weg ist das Ziel, gleich Resultate erzielen. Das ist mein Ansatzpunkt. Das ist das, was ich mit den wunderbaren Frauen mache, die ich begleiten darf, um von A nach B zu kommen. Und was dann auf dem Weg dahin aufkommt an Themen, sei es aus der Kinderstube, sei es von gestern, sei es von vor 10 Jahren, die kann man lösen, aber zwar easy peasy. Ja, da darf auch schon mal eine Träne fließen. Aber dann geht es doch weiter. Und das ist auch der Unterschied zwischen autodidaktisch unterwegs zu sein, wie ich früher ja auch ganz viel war, ein Buch gelesen, aber Wahrheit, wenn da eine Übung drin stand, mach das jetzt um zu. Wir lesen die Übung und blättern weiter auf die nächste Seite und lesen weiter. Kann die Übung dann wirken, wenn der Autor sagt, mach das jetzt so und so, setz das in die Tat um, bevor du weiterliest? Nein, natürlich nicht, können keine Resultate erzielt werden. Und selbst wenn wir mal hingehen und machen die Übung so, wie der Autor im Buch jetzt es uns empfiehlt, ist es trotzdem etwas, was pauschal auf alle Millionen von Leser abgestimmt ist. Es ist immer noch keine individuell auf dich abgestimmte Anleitung. Deshalb kann nur eines funktionieren, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir genau den Weg von A nach B zeigt. Genau wie, mich hat mal jemand als Hebamme bezeichnet, wie eine Hebamme, die dir hilft, dich neu so zu erfinden, zu gebären, herauszufinden, genau das ist meine Mission, warum ich jetzt hier bin. Und genau so folge ich dem Ruf meiner Seele, also kreiere daraus den Seelenberuf und genauso empfange ich daraus auch Seelenfreude, Geld. Nur vielleicht macht das Sinn, lausch in dich hinein. Und wenn du auf die Idee kommst, ja, das macht durchaus Sinn, was ich da heute Morgen gehört habe, dann buch dir im ersten Schritt mal ein Beratungsgespräch. Du kannst in diesem Beratungsgespräch, das ist ein Telefonat, 15, 20 Minuten, wo wir erstmal schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, wie genau können wir dir dabei helfen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass wir dich erstmal, oder ich dich erstmal nur für 4 oder 8 Wochen begleite oder für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Es kommt auf die Ziele an, wo du hin möchtest und wo du stehst, wo der Startpunkt ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann dir weiterhelfen, dann verabreden wir gerne auch ein Zoom-Gespräch, wo wir uns persönlich sehen und dann nochmal näher hinschauen und dann einfach eine Entscheidung treffen. Passt's? Oder hast du einfach nur wertvolle Aspekte, weitere auf dich abgestimmt, mitgenommen und entscheidest dich doch mal wieder und entscheidest dich doch mal wieder alleine weiterzumachen. Warum habe ich jetzt leider gesagt, freudscher Versprecher,
weil wir mal ganz ehrlich sind, das Beste, was ich mir bis eben gönne, sind Menschen an meiner Seite, die dort sind, wo ich hin will, weil ich alleine es auch nicht schaffe, weiterzukommen. Deshalb, es funktioniert, wenn ich ganz offen und ehrlich zu dir sein darf. So sehr dich das vielleicht jetzt auch triggert, es funktioniert allein nicht. Das sind alles Muster, Prägungen, was natürlich auch mit Selbstwert zu tun haben, dass man selbst sich nicht wert ist, in sich zu investieren. Dass ganz viele Geldthemen einfach noch, wie so ein Damoklesschwert, habe ich das bei mir früher wahrgenommen, über mir gelegt haben, wo ich mir selbst die Geschichte erzählt habe, ich kriege es jetzt allein hin und, und. Was ist währenddessen geschehen? Ganz viel wertvolle Lebenszeit habe ich verloren. Und zu meinem Leben gehörte es dazu. Aber den Fehler musst du ja auch nicht machen. Deshalb so offen und ehrlich, hol dir die Anleitung, wie du von A nach B kommst. Und wisse nochmal abschließend, jeder von uns kommt aus der gleichen Quelle. Ich nenne es gerne die Quelle allen Seins. Jeder von uns, und du insbesondere, gehörst zu den 10% der Menschen, die anders sind, die sich nicht mit diesem Massenleben zufrieden geben, 9-to-5-Job, ein-, zweimal im Jahr im Urlaub fahren, auf die Rente warten, um sich dann vielleicht ein Leben zu gestalten, sondern tief in dir verborgen ist eine Instanz, die dir wahrscheinlich schon lange sagt, irgendwie muss es auch für mich möglich sein, irgendwie muss es noch mehr in meinem Leben geben. Das ist der Grund, warum ich in dein Universum gekommen bin, warum ich dir dabei helfen kann, warum das Universum dich zu mir geführt hat. Nur die Entscheidung dazu, die kann weder ich noch das Universum für dich treffen, die kannst nur du treffen, weil das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Wie im Restaurant, das, was du bestellst, wird dir geliefert. So einfach ist es. Also. Wie viele Goldnuggets kannst du aus dem heutigen Seelenfreude-Talk für dich mitnehmen? Wie viel mehr kannst du dich heute wirklich für dich entscheiden? Und dir darüber klar werden. So will ich es jetzt haben. Und jetzt lasse ich mich auch begleiten und buche mir am allerersten Schritt mal ein Beratungsgespräch, um überhaupt mal ein bisschen mehr Klarheit zu haben, wo stehe ich, wo möchte ich hin und wie kann ich diese Ziele in der Irmgard Anna Ronda Akademie auch rasch erreichen. Dieses Jahr noch. Du weißt, den Link findest du im Kommentarfeld. Ich poste ihn dir rein. Und danke für dein Sein. Schön, dass es dich gibt. Wie viel mehr kannst du das Wunder in dir jetzt anerkennen, dass du bist, und nach den Sternen greifen, um eine neue Lebenswirklichkeit, die für dich, deine Familie, deine Liebsten zu erschaffen. Buch dir ein Gespräch und wir schauen.